Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Heute möchte ich euch den höchsten Engel in Erinnerung bringen, Metatron. Metatron ist das erste und höchste Wesen, das Gott erschuf. Und er ist Gott am nächsten, näher als alle Erzengel. In der Kabbala der Engel ist er der Engel vor dem Thron Gottes. Man nennt ihn auch das Angesicht Gottes. Er trägt den heiligen göttlichen Willen in Gottes Schöpfung. Er verkörpert die strahlende Gottesgegenwart, also eine erhabene, von Gott durchdringende Präsenz. Metatron überstrahlt alles, denn er ist pures Licht, ein Lichtschalter der ersten Stunde des Universums. Metatron ist der Engel der Quelle und er verbindet uns mit der göttlichen Quelle. Seine Energien reinigen unsere Aura. Metatron kommt in das Leben der Menschen, zeigt sich ihnen vermehrt und bewirkt, dass sich die Menschen an ihrer eigenen spirituellen Weiterentwicklung interessieren. Metatron ist der Engel des Aufstiegs. Seine Energie ist so strahlend und rein, womit er unseren Aufstieg unterstützt. Wenn du mehr wissen möchtest über Metatron, ruf mich an. Ich kann dich mit praktischen Übungen und Meditationen lehren, wie du den Kontakt zu ihm bekommst, um seine direkte Führung zu empfangen. Ich warte auf dich. In Liebe, eure Deria.